Der Königssee, gelegen in den Bayerischen Alpen, gilt als einer der malerischsten und unberührtesten Seen Deutschlands. Eingebettet im Nationalpark Berchtesgaden besticht der Königssee durch sein kristallklares, smaragdgrünes Wasser, umgeben von imposanten Bergen und üppigen Wäldern. Das Besondere am Königssee ist seine friedliche Atmosphäre und die elektrisch betriebenen Boote, die sanft über den See gleiten und die ruhige Umgebung bewahren. Die ikonische Wallfahrtskirche mit ihrem roten Kuppeldach trägt zur malerischen Schönheit und kulturellen Bedeutung der Region bei. Der Königssee bietet eine atemberaubende und friedliche Umgebung und ist ein absolutes Muss für Naturliebhaber und all jene, die die Schönheit der Bayerischen Alpen erleben möchten. Dinkelsbühl ist laut dem deutschen Nachrichtenmagazin Focus die Stadt mit der schönsten Altstadt Deutschlands. Dinkelsbühl liegt in Mittelfranken und zählt zur Metropolenregion Nürnberg. Die ehemalige Reichsstadt ist ein bedeutender Tourismusort an der romantischen Straße. Bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt mit gotischen und Renaissance-Gebäuden, strahlt Dinkelsbühl einen nostalgischen Flair aus. Die Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren verleiht dem Ort ein malerisches Ambiente. Dinkelsbühl wurde auch mal vom US-amerikanischen Nachrichtensender CNN als eine der schönsten Städte Europas bezeichnet und vertritt im Ranking ganz Deutschland. Eine wunderschöne Altstadt, Fachwerkhäuser und stämmige Türme. Dinkelsbühl hat es alles. Wir waren von der Stadt begeistert und können jedem empfehlen, sie zu besuchen. Der Grömitzer Strand ist ein beliebter Badeort an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Dieser Küstenort zeichnet sich durch seinen breiten und feinen Sandstrand aus, der sich über mehrere Kilometer erstreckt. Der Grömitzer Strand ist sowohl für Familien als auch für Erholungssuchende attraktiv. Die Seebrücke von Grömitz ist ein markantes Wahrzeichen und bietet einen großartigen Blick auf die Ostsee. Der Strandbereich ist gut ausgestattet mit Strandkörben, die zum gemütlichen Verweilen einladen. Und es gibt zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie Windsurfen und Segeln. Außerdem gibt es entlang der Promenade Geschäfte, Restaurants und Cafés, die lokale Spezialitäten und frische Meeresfrüchte servieren. Die Kombination aus einem breiten Sandstrand, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und einer malerischen Umgebung macht den Grömitzer Strand zu einem der attraktivsten Reisezielen an der deutschen Ostseeküste. Der Schrecksee ist ein malerischer Bergsee, eingebettet in die imposante Berglandschaft der Allgäuer Alpen in Bayern. Auf einer Höhe von etwa 1818 Metern über dem Meeresspiegel bietet der Schrecksee ein atemberaubendes Naturschauspiel mit klarem Bergwasser und umgebenden Gipfeln. Um den Schrecksee zu erreichen, führt eine beliebte Wanderung durch das idyllische Tannheimer Tal, vorbei an grünen Almwiesen und beeindruckenden Felsformationen. Die mehrstündige Wanderung ist anspruchsvoll, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Belohnung ist die spektakuläre Aussicht auf den tiefblauen See, umgeben von schroffen Berggipfeln. Der Schrecksee ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Wanderer, sondern auch für Naturliebhaber und Fotografen, die die unberührte Schönheit der alpinen Landschaft erleben möchten. Für Outdoor-Enthusiasten und Bergfreunde ist der Schrecksee ein Juwel in den Bayerischen Alpen, das mit seiner natürlichen Schönheit beeindruckt. Das Schloss Linderhof gehört zu den schönsten Schlössern in Bayern. Die Königsschlösser des Bayernkönigs Ludwig II. Sind in aller Welt bekannt. Schloss Linderhof liegt in einem schönen Schlosspark mitten im Ammergebirge. Es ist das kleinste der drei Schlösser, die vom König Ludwig II. Von Bayern in Auftrag gegeben wurden. Das Schloss wurde im 19. Jahrhundert erbaut und spiegelt den exquisiten Geschmack und die extravagante Lebensweise des bayerischen Königs wider. Das Schloss ist von einer wunderschönen Parkanlage umgeben, die mit kunstvoll gestalteten Gärten, Brunnen und Statuen verziert ist. Man sagt, dass das Schloss Linderhof als Lieblingsschloss von Ludwig II. Galt.
Dieses Schloss ist heute eine beliebte Touristenattraktion und zieht Besucher aus aller Welt mit seiner opulenten Architektur und dem idyllischen Park in seinen Bann. Die Stadt Münster liegt in Nordrhein-Westfalen zwischen dem Ruhrgebiet und Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes und ist die 20. größte Stadt Deutschlands. 320.000 Menschen leben hier. Münster ist bekannt für ihre reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und lebendige Kultur. Häuser, Kirchen und Plätze in der restaurierten Altstadt erzählen Geschichten aus verschiedenen Jahrhunderten und schaffen eine Kulisse, die jeden Münsterbesuch zum Erlebnis macht. Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch sehr gute Restaurants und Cafés. Da Münster eine sehr bekannte Studentenstadt ist, sind auch die Kneipenmeile und die Clubs sehr vielseitig und vielversprechend. Mit fast 70.000 Studenten gehört Münster zu den 10 größten Universitätsstädten Deutschlands. Außerdem ist Münster durch sein fahrradfreundliches Stadtbild als Fahrradstadt bekannt. Unser Fazit: Die Kombination aus historischem Erbe, lebendiger Kultur und einer weltoffenen Atmosphäre macht Münster zu einem faszinierenden Ziel für Besucher jeden Alters. Die Basteibrücke ist eine beeindruckende Felsformation und eine Touristenattraktion in der sächsischen Schweiz in Sachsen. Sie befindet sich auf dem Basteifelsen, der sich über dem Elbtal erhebt und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegenden Sandsteinfelsen und die malerische Landschaft. Die Basteibrücke selbst ist eine steinerne Brücke, die zwischen den Felsen verläuft und einen spektakulären Aussichtspunkt über dem Elbtal schafft. Die Brücke wurde im 19. Jahrhundert errichtet und ist Teil eines Wanderwegs durch den Nationalpark Sächsische Schweiz. Von der Basteibrücke aus hat man einen faszinierenden Blick auf die Bastei, die Festung Königstein und die weitläufige Felsenlandschaft der Sächsischen Schweiz. Der Besuch der Basteibrücke ist zu jeder Jahreszeit lohnenswert und bietet nicht nur Naturbegeisterten ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch Fotografen die Möglichkeit, die einzigartige Schönheit dieser Region festzuhalten. Wanderer können die Umgebung auf verschiedenen Pfaden erkunden und so die Pracht der Bastei und ihrer Brücke aus verschiedenen Perspektiven erleben. Nun sind wir in Baden-Württemberg. Die Stadt Meersburg mit rund 6.000 Einwohnern liegt am nördlichen Ufer des Bodensees und ist als touristischer Ort bei Besuchern aus nah und fern beliebt. Meersburg besticht durch ihre mittelalterliche Atmosphäre, gut erhaltene Architektur und ihre malerische Lage. Die Stadt liegt auf der Spitze einer Halbinsel und bietet einen faszinierenden Blick auf den Bodensee und die Alpen. Die Altstadt von Meersburg zeichnet sich durch kopfsteingepflasterte Gassen, charmante Fachwerkhäuser und historische Gebäude aus. Das Meersburger Schloss, das im 7. Jahrhundert gegründet wurde, thront majestätisch über der Stadt und ist das älteste bewohnte Schloss Deutschlands. Meersburg ist auch für seine Weingüter bekannt, die exzellente Weine aus der Region produzieren. Die Promenade entlang des Bodensees lädt zum Flanieren ein und von hier aus kann man die Fähren beobachten, die zwischen den Städten rund um den Bodensee verkehren. Mit seiner idyllischen Lage, der reichen Geschichte und dem malerischen Ambiente ist Meersburg ein beliebtes Ziel für Besucher, die die Schönheit des Bodensees und die Kultur der Region erleben möchten. Der Eibsee, unser persönlicher Lieblingssee, ist ein smaragdgrüner Bergsee, der im bayerischen Teil der Zugspitzenregion südwestlich von Garmisch-Partenkirchen direkt unterhalb der Zugspitze liegt. Rund um den See gibt es viele Stellen, die direkten Zugang zum Wasser bieten und zum Baden einladen. Die Ufer des Eibsees sind von dichten Wäldern umgeben, die zu Spaziergängen und Wanderungen einladen. Die Gegend rund um den See ist ein wahres Naturparadies und das Wasser färbt sich rund um die 8 kleinen Inseln und Untiefen besonders schön.
Der Rundweg ist durchgehend sehr gut ausgebaut. Die Strecke beläuft sich auf ca. 7 Kilometer und ist in ca. 2 Stunden gut zu schaffen. Der Eibsee bietet nicht nur eine beeindruckende Landschaft, sondern auch Freizeitmöglichkeiten wie Bootsfahrten, Schwimmen und Angeln. Am östlichen Seeufer befindet sich die Seilbahn Zugspitze, die direkt auf den höchsten deutschen Gipfel führt. Sie überwindet dabei 1945 Höhenmeter und somit den größten Höhenunterschied aller Pendelbahnen weltweit. Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaats Sachsen und die östliche Großstadt Deutschlands. Mit 570.000 Einwohnern ist Dresden nach Leipzig die zweitgrößte sächsische Kommune und der Einwohnerzahl nach 12. Stadt Deutschlands. Dresden ist eine Perle der barocken Schönheit. Der Zwinger mit seiner Gemäldegalerie, die prachtvolle Frauenkirche und die weltbekannte Semperoper repräsentieren die kulturelle Pracht der Stadt. Dresden ist eine Stadt, die nicht nur durch ihre reiche Geschichte und Kunstschätze besticht, sondern auch durch ihre lebendige Kultur und die gelungene Verbindung von Tradition und Moderne. Man kann einen Besuch von Dresden auch mit einem Ausflug in den Nationalpark Sächsische Schweiz verbinden und dort zum Beispiel zur vorher vorgestellten Basteibrücke wandern. Freudenberg ist eine charmante Stadt im Siegerland, Nordrhein-Westfalen. Hier leben knapp 20.000 Einwohner. Der alte Flecken, Freudenberg historischer Stadtkern, ist wirklich einzigartig. Der alte Flecken ist die ganz in Fachwerkbauweise errichtete Innenstadt Freudenbergs. Sie gibt einen Eindruck von einer Kleinstadt aus dem 17. Jahrhundert. Der alte Flecken wurde in den Kulturatlas des Landes Nordrhein-Westfalen als Baudenkmal von internationaler Bedeutung aufgenommen. Es existiert kein vergleichbarer historischer Stadtkern in Fachwerkbauweise. Hier befinden sich gemütliche Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Die Stadt ist echt faszinierend und ist für einen Wochenendtrip perfekt geeignet. Bevor wir euch die nächste Sehenswürdigkeit Deutschlands vorstellen, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass das hier erst der erste Teil unserer Serie 250 Top-Reiseziele in Deutschlands ist. Es sind insgesamt 12 Teile geplant und jeden Monat veröffentlichen wir einen Teil. Um nichts zu verpassen, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren. Gebt uns auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt. Schloss Drachenburg, gelegen am malerischen Rheinufer in Nordrhein-Westfalen, ist ein faszinierendes Märchenschloss im Stil des Historismus. Das Schloss beeindruckt mit einer imposanten, märchenhaften Architektur, die an mittelalterliche Burgen erinnert. Türmchen, Zinnen und fantasievolle Verzierungen prägen das äußere Erscheinungsbild. Obwohl Schloss Drachenburg wie ein mittelalterliches Schloss wirkt, wurde es erst im späten 19. Jahrhundert erbaut. Es diente als privater Wohnsitz und beherbergt heute ein Museum. Das Innere des Schlosses beeindruckt mit prächtig gestalteten Räumen, kunstvollen Deckenmalereien und einer beeindruckenden Sammlung von Kunstgegenständen aus der Gründerzeit. Schloss Drachenburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Geschichts- und Architekturliebhaber sowie all diejenigen, die in die märchenhafte Welt vergangener Zeiten eintauchen möchten. Der Blautopf ist eine faszinierende Naturattraktion in Blaubeuren, Baden-Württemberg. Der Blautopf ist eine der größten Karstquellen Deutschlands und zeichnet sich aus durch sein intensiv blaues Wasser. Das geheimnisvolle Blau entsteht durch das klare, kalkhaltige Wasser, das Licht in beeindruckender Weise reflektiert. Der Blautopf erreicht eine Tiefe von etwa 21 Metern und hat einen Durchmesser von rund 40 Metern. Der Blautopf ist in Sagen und Mythen verwoben, darunter die Legende der wunderschönen Königstochter, die im Blautopf lebt. Diese Geschichten tragen zur mythischen Atmosphäre des Ortes bei. Die Blautopfquelle ist auch bei Tauchern beliebt. Die Höhlen unter Wasser sind allerdings anspruchsvoll zu erforschen, nur für erfahrene Höhlentaucher geeignet.
Die nahegelegene Blaubeurer Altstadt und das Kloster Blaubeuren sind weitere sehenswerte Orte in der Umgebung. Lübeck ist eine norddeutsche Stadt, die sich durch ihre Bauten im Stil der Backsteingotik auszeichnet. Diese entstanden im Mittelalter, als Lübeck die Hauptstadt der Hanse war. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Holstentor aus Backstein, das im Jahr 1478 vollendet wurde und dazu diente, die auf einer Insel in der Trave gelegene Altstadt abzuschirmen. Lübeck ist hinsichtlich der Einwohnerzahl die zweitgrößte und hinsichtlich der Fläche die größte Stadt in Schleswig-Holstein. In der Stadt leben 220.000 Einwohner. Lübeck beeindruckt mit einer mittelalterlichen Architektur. Die Altstadt, von Wasseradern durchzogen, zeugt von einer reichen Hansegeschichte. Lübecks Marzipan-Tradition und das charmante Küstenstädtchen Travemünde machen die Stadt zu einem facettenreichen Reiseziel. Die gotischen Backsteinarchitekturen verleihen der Stadt ein einzigartiges Flair. Kommt also unbedingt nach Lübeck, wenn ihr in Schleswig-Holstein unterwegs seid. Die Stadt wird euch begeistern. Der Lechfall ist ein beeindruckender Wasserfall in Füssen, Bayern. Der Lechfall liegt am Zusammenschluss von Lech und Mühlberger Ach und bietet eine spektakuläre Kulisse inmitten der bayerischen Alpen. Das Wasser stürzt über eine beeindruckende Felskante und bildet einen kraftvollen Wasserfall. Die Gischt und das tosende Geräusch verleihen dem Ort eine eindrucksvolle Atmosphäre. Die Wege rund um den Lechfall laden zu Spaziergängen und Wanderungen ein. Verschiedene Aussichtspunkte ermöglichen es Besuchern, den Lechfall aus verschiedenen Perspektiven zu bewundern. Hildesheim ist eine Stadt in Niedersachsen und rund 30 Kilometer südöstlich von Hannover. Sie hat etwa 105.000 Einwohner. Hildesheim besticht durch seine reiche Geschichte und gut erhaltene Architektur. Die St. Michaeliskirche, der Hildesheimer Dom und das Knochenhauer Amtshaus sind hervorragende Zeugen vergangener Epochen. Die historischen Marktplätze und Museen verleihen der Stadt kulturellen Glanz. Ein Bummel durch die Innenstadt hat uns viel Spaß gemacht. Auch zum Shoppen kann man in der Innenstadt einiges finden. Hildesheim ist auf jeden Fall einen Besuch wert und gehört ohne Zweifel zu den Top-Reisezielen in Deutschland. Oder wie seht ihr das? Wart ihr schon in Hildesheim? Kommentiert gerne! St. Peter-Ording an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins ist bekannt für seinen beeindruckenden Strand. Fakt ist, St. Peter-Ording beheimatet einen der längsten und breitesten Sandstrände Europas. Die endlosen Küstlinien bieten viel Platz für Erholung und Freizeitaktivitäten. Die charakteristischen Strandkörbe sind typisch für die Nordseeküste. Sie bieten Schutz vor Wind und sind perfekte Plätze, um die malerische Aussicht zu genießen. Das Wattenmeer vor St. Peter-Ording ermöglicht faszinierende Wattwanderungen. Die Weite des Strandes und die besondere Nordseeatmosphäre machen diesen Ort zu einem beliebten Reiseziel für Erholungssuchende und Wassersportliebhaber. Potsdam ist die Hauptstadt des Landes Brandenburg und mit knapp 190.000 Einwohnern auch dessen bevölkerungsreichste Stadt. Potsdam beeindruckt durch ihre prächtige Architektur, weitläufige Parkanlagen und historische Bedeutung. Potsdam als UNESCO-Weltkulturerbe ist eine Stadt voller kultureller Schätze und historischer Pracht. Die Kombination aus königlichen Schlössern, malerischen Gärten und modernen Einflüssen macht Potsdam zu einem vielseitigen und faszinierenden Reiseziel. Potsdams bekannteste Sehenswürdigkeit, das Schloss Sanssouci, hat unserer Meinung nach einen eigenen Platz in unserer Serie 250 Top-Reiseziele in Deutschland verdient und wird in einer der nächsten Folgen vorgestellt. Die Saarschleife, auch als Großer Bogen bekannt, ist eine eindrucksvolle Flussschleife der Saar im Saarland. Die Saarschleife ist ein beeindruckendes Naturphänomen, bei dem die Saar einen 180-Grad-Bogen macht, eingebettet in die malerische Landschaft der Hunsrück-Hochwald-Natur.
Mehrere Aussichtspunkte bieten spektakuläre Blicke auf die Saarschleife und die umliegende Region. Die Saarschleife ist von zahlreichen Wanderwegen umgeben, die durch Wälder und entlang der Saar führen. Bootstouren auf der Saar ermöglichen eine einzigartige Perspektive auf die Flussschleife und ihre natürliche Umgebung. Die Höllentalklamm ist eine beeindruckende Schlucht in den Bayerischen Alpen und in Deutschland. Die Höllentalklamm liegt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen und ist von imposanten Berggipfeln wie der Zugspitze umgeben. Ein spektakulärer, gut gesicherter Pfad führt durch die enge Schlucht, vorbei an steilen Felswänden und tosenden Wasserfällen. Die Klamm beeindruckt mit ihrer wilden und unberührten Schönheit. Das rauschende Wasser des Höllentalklammbachs schafft eine beeindruckende Atmosphäre. Mehrere Hängebrücken überqueren den Fluss und durch schmale Durchgänge und Tunnel hindurch bietet sich den Besuchern ein intensives Naturerlebnis. Das waren sie auch schon, unsere ersten Top 20 Ziele in Deutschland, die jeder mal gesehen haben sollte. Wir sehen uns im zweiten Teil und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!